Heute wieder mal ein Lied von meinem ersten Gitarrenlehrer, Ernst Wilhelm Schmidt. Und zwar heute den TV-Song. Leisen Knistern folgt endlose Stille, ein kurzes Flackern, ein letzter Wille. Lässt noch ein kleines Bild erkennen, man sieht nur das Letzte vom Pferderennen. Kurt Reiner wälzt sich vom Kanapee, mit einem Schluck Bier geht dann aufs WC, in der Hoffnung, die Störung sei gleich behoben. Doch als er zurückkommt, ist das Bild noch drüber. Er steht vorm Gerät, seine dicke Lampe, Rampe. Stößt beim Bücken immer an die Fernsehlampe, trotz sofortiger Belebungsversuche und dem guten Ratschlag aus dem Buch. Jetzt helfe ich mir selbst, dann wird alles wieder gut. Bei Kurt Reiner klappt sich ihn, packt die Wut. Er schmeißt das Gerät in die gute Vitrine. Nebenan steht seine Frau und heult, sie heißt Fine. Der Abend, der so schön begann, ist total dahin. Fine schickt ihren Mann in die Stammkneipe, um den Freunden zu sagen, ihr könnt wieder kommen in den nächsten 8 Tagen. Könnt ihr wieder sonntags nachmittags erscheinen, bringt Spielkarten mit, sonst fängt Kurt an zu weinen. Denn sein Leben ins Halt, emotional hängt jetzt in der Vitrine und sieht ihr das, explodiert er wie ein Teller. Die Medien halfen ihm zur Selbstverwirklichung, damit er wusste, wofür er lebt und auch warum. Jetzt aber ist sein Leben ziemlich inhaltslos. Jetzt muss er sich schon fragen, was mache ich denn bloß? Bei Achselmesse, Mundgeruch und fettigem Haar. Ach, waren das schöne Zeiten, als der Kasten heile war. Die Freizeitgestaltung, kein großes Problem. Ein kleiner Knopfdruck und schon war's geschehen. Auch jetzt kann Kurt Reiner die Technik nicht missen, denn ohne Knopfdruck wäre sein Leben doch beschissen. Er glänzt sich, feiert abends immer hinters Radio mit seiner Frau, die Fine heißt, sie macht es ebenso. Denn beim Zuhören geht nicht so viel Fantasie verloren, man beschränkt sich doch zumeist nur auf die Ohren. Doch um 8 Uhr kann man in beiden Hirnen dann in anderen Köpfen gesehen als Superman. Nach ungefähr 12 langen Wochen hört es Frau Fine an der Haustür pochen. Kurt Reiners Freunde traut ihren Augen kaum. Die wollten nur mal kurz nach dem Kollegen schauen. Das Gerät aus der Vitrine hat er total zerlegt. Und er hat es praktisch in den Mülleimer gefegt. Und der Höhepunkt, das war sein fester Wille. Aus dem Gehäuse baute er eine Locusbrille. Ernst Wilhelm Schmidt.